Ja, liebe Zuseher, und es ist auch eine Auszeichnung, wenn man einstimmig wiedergewählt wird. Der EU-Parlamentarier Otmar Karas ist und bleibt der Präsident vom Hilfswerk Österreich, das jüngst in der Red Bull Arena zusammengekommen ist. Das Hilfswerk versteht sich als ein lebenslanger Begleiter von der Kinderbetreuung bis in die Pflege. Dem Fachkräftemangel muss das Hilfswerk also in vielen Lebensbereichen begegnen. Die 11. ordentliche Generalversammlung des Hilfswerk Österreich fand zum ersten Mal in Salzburg statt. Schauplatz war das Red Bull Stadion. Neben Vorträgen und Ehrungen wurde der langjährige Präsident Otmar Karas einstimmig wiedergewählt. Er hat sich große Ziele für die Zukunft vorgenommen und will diese auch umsetzen. Wir haben das Ziel, dass alle Menschen, die unsere Hilfe brauchen, diese Hilfe auch bekommen. Dafür brauchen wir viel Personal. Gut ausgebildetes Personal und Menschen, die bereit sind, für andere da zu sein und das nicht nur als ihren Job empfinden. Auch für den Präsident vom Hilfswerk Salzburg geht es darum, neue MitarbeiterInnen zu finden und diese auch dementsprechend zu motivieren. Der Bedarf an Unterstützung und Hilfe wird in Zukunft noch größer werden. Man braucht nur die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft sich anschauen. Dann weiß man, dass es ein großes Wachstum noch geben wird im Bereich vor allem der Pflege. Aber wir sehen das jetzt auch in der Kinderbetreuung. Auch hier gibt es ein entsprechend großes Wachstum. Das, was wir brauchen, ist Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und deshalb ist es auch wichtig, die Marke gut zu positionieren, um den potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu signalisieren, komm zu uns. Arbeite bei uns und mit uns. Wir sind ein toller Arbeitgeber und ein Arbeitgeber, wo das, was du magst, eine besonders erfüllende Aufgabe ist. Für die frühere Geschäftsführerin des Hilfswerks Salzburg und jetzige Bildungslandesrätin Daniela Gucci gibt es neben der Pflege noch ein anderes großes Problem, das es zu lösen gilt. Ja, auch die Kinderbetreuung leidet unter dem Fachkräftemangel und ich sehe es hier ganz ähnlich. Wir müssen danach trachten, multiprofessionelle Teams in die Kinderbetreuungseinrichtungen zu bringen. Das heißt natürlich die gut ausgebildeten, diplomierten Kräfte, aber auch sehr engagierte und mit viel Herzblut arbeitende Assistentinnen sind ganz wichtig in den Gruppen. Und wenn wir hier einen guten Mix zusammenbringen, dann werden wir auch den steigenden Bedarf im Bereich der Elementarpädagogik schaffen. Das Hilfswerk International unterstützt Familien in Krisenregionen und setzt sich gezielt für benachteiligte Bevölkerungsgruppen ein. Zurzeit betreibt das Hilfswerk Notschlafstellen im Westen der Ukraine, wo täglich tausende Flüchtlinge ankommen. Wir haben einerseits in Österreich die Aufgabe, zum Teil in manchen Bundesländern auch in Flüchtlingsquartieren zu helfen. Wir haben die Aufgabe, Familien und Kindern zu helfen. Und in der Ukraine selbst sind wir sehr stark in zwei Bereichen engagiert. Das eine, es sind Grundversorgungsaufgaben mit Hygieneartikeln, mit Nahrungsmitteln, mit sauberem Wasser. Und auf der anderen Seite ist es uns ganz wichtig, dass wir dort helfen, wo beispielsweise Kinderbetreuungseinrichtungen, Kinderspitäler, überhaupt Spitäler, die unter diesen Bedingungen sehr, sehr leiden. Stromausfälle, Alarme, wo man in den Luftschutz kellern muss, mangelnde Versorgung mit Geräten. Das sind Aufgaben, wo wir einfach jeden Tag aufs Neue wissen, wie wichtig unsere Arbeit ist. Und unsere Mitarbeiter gebührt wirklich höchster Respekt dafür, was sie da leisten. Im Inland, in Österreich, in den Bundesländern, aber auch im Ausland. Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung gab es für die 120 Delegierten noch die Möglichkeit, das Red Bull Stadion oder den Hangar 7 zu besichtigen. 10.700 MitarbeiterInnen, mehr als 34.000 betreute ältere Menschen und 18.500 betreute Kinder. Beeindruckende Zahlen des Hilfswerk Österreich. Wir verstehen uns als Unternehmen, das den Familien bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hilft. Wir können Familien nicht ersetzen, wir können ergänzen. Und daher sind wir eine lebenslange Begleitung. Entscheidend ist, wir sind da, wenn Menschen Hilfe brauchen, weil wir sind, leben Solidarität und reichen einander die Hand.